Ja, jetzt funktioniert es endlich. Herzlich willkommen zu Dercho TV Extra am heutigen Freitag. Jetzt fragt man sich, wieso gibt es eigentlich eine Extrasendung an einem Freitag? Ganz einfach in dem Grund, denn die Europawahl läuft und nicht nur im Livestream auf make.tv/DerchoTVLive, sondern auch auf YouTube gibt es aktuelle Informationen zur Europawahl, denn die Europawahl läuft seit gestern schon in anderen europäischen Ländern. Das Video dazu ist auf dem YouTube-Channel von Dercho TV zu finden, youtube.com/vadi1989.de. Das ist die Webseite bzw. der Channel, wo ihr auch das Video von gestern findet. Das sah ein bisschen anders aus, da lief es auch deutlich besser als jetzt, denn wir hatten kurz im Livestream mit technischen Problemen zu kämpfen. Das technische Problem wurde nun behoben. Wenn am Sonntag die große Live-Sendung beginnt, seht ihr dann dementsprechend ein anderes Intro. Wir kommen aber jetzt nicht zu einem Intro, sondern jetzt zur gestrigen Wahl. Gestern durften nämlich schon die Briten und die Niederländer wählen. Und in Großbritannien, dort ist es nicht klar, wie dort im Moment die Briten über Europa abgestimmt haben, beziehungsweise welche Parlamentarier sie dorthin schickten. Denn die Stimmauszählung dauert nicht noch. Nein, sie wird erst am Sonntag bekannt gegeben. Sonntag gegen 23 Uhr, das möchte ich auch noch mal kurz sagen, werden die ersten Prognosen bzw. ersten Prognosen für Gesamteuropa bekannt sein. Wir werden ja auch am Sonntag im Livestream ja dementsprechend schon etwas früher dran sein. Und zwar nämlich von 17 Uhr bis Mitternacht. Also wenn wir nur eine Stunde Zeit haben, um dementsprechend irgendwie in die anderen Orte zu schalten oder was weiß ich nicht alles. Es wird wirklich eine große Marathonsendung am Sonntag sein, also nicht umsonst wird sie dann ausgestrahlt werden, das sage ich jetzt schon mal. Das Ganze natürlich auch im Hintergrund mit der Kommunalwahl hier unter anderem in Nordrhein-Westfalen, das wird der Hauptpunkt sein, aber auch anderen Wahlen wie zum Beispiel der Präsidentenwahl in der Ukraine. Wir kommen aber jetzt zu den Niederländern, denn dort wurde unter anderem die Prognose abgegeben. Die Prognose hier zu sehen sind natürlich die folgenden, da sieht man auch die stärkste Partei war nämlich unter anderem D66, das ist nämlich die proeuropäische linksliberale Partei. Sie lag nämlich mit 15,1 vor den Christdemokraten. Das sind jetzt natürlich dementsprechend nur Zahlen von RTL News gestern. Die Grafik habe ich auch gestern erst vorbereitet. Dementsprechend, hier stehen natürlich auf meinem Zettel andere Daten. Der große Gewinner ist also D66, die PVV, nämlich von Geert Wilders, die Partei für die Freiheit, oder wie es auch holländisch heißt, Partei voor de Vrijheid, gab hingegen ein sehr enttäuschendes Ergebnis, sagte Geert Wilders selbst. 13% nur, vor 5 Jahren waren es 5% mehr, beziehungsweise auf Platz 4 12,2%. Prozent heißt es dort. Die Regierungspartei von Ministerpräsident Mark Rutte, nämlich die VVD, die rechtsliberale Partei, die kam mit leichten Gewinn auf 12,3% sogar noch vor der PVV von Geert Wilders, dem Niederländer. Und die Sozialdemokratischen, der sozialdemokratische Koalitionspartner büßte fast 3 Prozentpunkte ein und kam noch auf 10%. Die Sozialdemokraten liegen nun gleich auf mit den Sozialisten. Diese sehr europakritische Linkspartei gewann etwa 3% hinzu. In den Niederlanden lag die Wahlbeteiligung bei 37%, also hoch wie 2009 bei der Europawahl. Insgesamt waren rund 12,5 Millionen Niederländer aufgerufen worden, 26 Abgeordnete ins Europaparlament zu schicken. Die Prognose beruht auf Umfragen von rund 40.000 Wählern nach der Stimmabgabe, anscheinend dann wohl auch durch die bekannten Anstalten NOS und natürlich auch der holländischen Version von RTL. Großbritannien, dort sind unter anderem ja neben den Europawahlen auch Kommunalwahlen gewesen, so wie bei uns in Deutschland am Sonntag. Wir wählen ja auch am Sonntag, da habe ich gleich ein spezielles Tool für euch gefunden. Und zwar gab es nämlich so, dass dort die EU-Gegnerpartei, die UKIP, eine sehr rechtsradikale Partei mit ihrem Parteichef Nigel Farage, groß vorne war bei den Kommunalwahlen. Und man konnte zahlreiche Stimmen abjagen. Das lässt Schlüsse auf die Europawahl zu. Im Wahlkampf hat man vor allem mit den Themen Immigration und EU-Austritt um Stimmen geworben. Man muss natürlich auch sagen, die Tories, die Konservativen, die ja in der britischen Regierung, also die ja die Regierung in Großbritannien stellt, die wollen im nächsten Jahr, also nach der Europawahl, eine Volksabstimmung machen, ob Großbritannien zur EU weiterhin gehören soll oder nicht. Die Briten machen ja unter anderem ja auch nicht bei der Gemeinschaftswährung mit, die behalten ja ihren Pfund und wir dementsprechend haben ja den Euro. Dementsprechend ist dann am Sonntag erst auch zu erwarten, wie die Briten dann das Europaparlament bestückt haben. Wahrscheinlich aber dann auch da
mit größeren Verlusten, wie natürlich auch dementsprechend bei den anderen Wahlen, aber nicht nur Wahlen, sondern auch natürlich Parteien und sonstiges. Ja, wie schon gesagt, erste EU-weite Prognosen werden gegen 22 Uhr erwartet. So wie möchte ich, dass Hochrechnungen und offizielle Ergebnisse erst nach Schließung der letzten Wahllokale in Italien um 23 Uhr. Heute geht nämlich die Wählerei weiter, noch nicht bei uns. Wie schon bei uns wird es erst am Sonntag sein. Und zwar nämlich geht es erstmal dann in Richtung Tschechien und Irland. Die wählen heute dementsprechend das Europaparlament. Die Tschechen haben sogar Zeit, morgen zu wählen, also 2 Tage hin zwei Zeit, um vielleicht dann doch noch sich zu überlegen, ach, ich gehe doch zur Europawahl und mache dann doch noch mein Kreuzchen. Für die Iren heute natürlich auch was ganz Besonderes, aber was soll's. Dementsprechend werden wir dann natürlich das auch noch so sehen und so haben. Ich habe unter anderem was gefunden und zwar nämlich auf bild.de, das zeige ich euch jetzt mal. Und zwar gibt es hier unter anderem auch ein schönes Tool zum unter anderem zur Europawahl von der Bild. Und zwar nämlich könnt ihr auch schauen, wie welches Land abgestimmt hat und sogar welches Bundesland. Wir leben in Nordrhein-Westfalen, da seht ihr es deutlich, schwarz natürlich die CDU. Steht 0,0%. Das war, glaube ich, vor Beginn der Sendung noch anders. Das ist nämlich das Endergebnis von 2009. Also da haben wir es. 38%. Da steht es. Also ich muss da erstmal weggehen. 38%. Dann die SPD mit 25,6%. Die Grünen mit 12,5%. Die FDP hier noch mit 12,3%. Die Linke mit 4,6%. Und die sonstigen bei 7%. Da lag die Wahlbeteiligung bei 41,8%. Laut der letzten Umfrage, hier sehen wir das nochmal. Hat die Union, würde die Union bei 38%, sei die SPD bei 27%, die Grünen bei 11%, die Linke bei 8%, die AfD bei 6% und die FDP sogar bei 3%, sonstige Parteien mit 7%. Daher, dass es ja bei den Deutschen für die Europawahl keine 5 bzw. 3% Klausel mehr gibt, kann jede Partei rein. Deutschland hält unter anderem, ich glaube, über no 95 Sitze am meisten. Das Europaparlament und dementsprechend wird man sich das natürlich wundern. Und so sieht das Ganze natürlich dann auch aus mit der EU-Verteilung der Fraktionen. In Deutschland zum Beispiel, wie schon gesagt, die EVP, das sind die Schwarzen, Sozialdemokraten, die Roten, Gelb natürlich die Liberalen und die Zentralisten, Grün ist natürlich klar die Grünen, die Blauen sind die Konservativen, die Babyblauen, die Lilanen die Linken. Die dunkelblauen, dunkelbabyblau nenne ich das mal, die Euroskeptiker und die braunen halt die Fraktionslosen. Man sieht deutlich, dass auch hier dementsprechend auch, sagen wir mal, viel los sein wird. Also viel Schwarz und Rot ist dabei. Schauen wir mal auf einmal generell aufs EU-Parlament. So ist es im Moment aufgebaut. So schaut es nämlich aktuell nach der aktuellen Umfrage aus. Dass die EVP 213 Sitze hat, 751 insgesamt. Also das sind dann natürlich auch fraktionslose Abgeordnete und vieles, vieles mehr. Also da kann sich noch vieles, vieles ändern. Hier haben wir zum Beispiel auch Umfragetrend und Hochrechnung. Müssten wir wahrscheinlich nochmal bei den Niederlanden gucken. Da ist aber dann auch der Trend dann ein bisschen anders. So sieht dann auch der Trend aus. Also da ist noch nicht, hat sich noch nicht viel bewegt. Da ist nämlich auch noch der Trend und die Hochrechnung noch nicht dabei. Ein schönes Tool, das werden wir wahrscheinlich bestimmt dann am Sonntag zur Wahl dementsprechend einsetzen und dann auch euch darüber informieren. Wie schon gesagt, Geert Wilders hat eine dicke Niederlage hingekriegt und heute in Irland und Tschechien sind nun seit einigen Stunden schon dort die Wahllokale offen. Die Wahllokale werden auch in Dublin, also in Irland unter anderem erst auch um 23 Uhr geschlossen unserer Zeit. Und erste Trends werden für morgen Vormittag erwartet. Die nächste EU-Spezialsondersendung morgen im Livestream und dann später auch auf der YouTube-Seite, auf dem YouTube-Channel von der Echo TV, erfährt ihr dann natürlich dort auch die ersten Trends. Und nicht zu vergessen, wir haben natürlich auch noch unseren Europawahlticker. Unseren Europawahlticker auf der echotv.wordpress.com. Er wird am Sonntag dermaßen oft aktualisiert werden. Also bitte nicht wundern, wenn ihr ältere Links nehmt. Wenn ihr ältere Links von der Europawahl nimmt, jetzt braucht Firefox wieder so lange, das kotzt mich gerade an. Die Technik ist heute sowieso dermaßen jetzt am Streiken. Da seht ihr es deutlich, hier ist der Europawahlticker. Der Wahlticker, wie auch schon gesagt, da steht Live-Ticker, aber ich nenne ihn Wahlticker, weil so richtig live ist er nun auch wieder nicht. Und dementsprechend gibt es dann hier natürlich die heutige von heute Vormittag. Mehr wird es dann auch nicht geben, weil dementsprechend ja erst die ganzen Ergebnisse dabei sind. Hier findet ihr auch die Sendung von gestern nochmal.
die auch so dementsprechend 21 Minuten lang war. Die heutige wird etwas kürzer sein, das kann ich jetzt schon sagen. Und natürlich alles andere wie sonst. Auch natürlich die Fragen, wie funktioniert so eine Europawahl? Ist sie komplizierter als eine normale Wahl oder sonstiges? Das findet ihr alles auf derchotv.wordpress.com in unserem Europawahl-Ticker. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Aber man merkt auch dementsprechend auch, die eurokritischen Parteien haben natürlich auch einen großen Vorsprung. Wie das dann natürlich hier aussehen wird, das werden wir dementsprechend dann auch am Sonntag erst sehen. Sonntag 17 Uhr möchte ich noch mal gerne darauf hinweisen. Auf derchotv.wordpress.com, beziehungsweise nicht da. Da gibt es alle Infos inklusive den Wahlticker, nämlich hier unten natürlich zu sehen. Make TV über den Livestream. Sonst natürlich auch Social Media Abteilung steht da auf Facebook und Twitter und natürlich YouTube ist natürlich auch dabei. Dort gibt es unter anderem auch wie diese Videos hier. Das war es auch jetzt vom Extra von der Extrasendung zur Europawahl. Morgen kann ich sagen, gibt es dann dementsprechend auch ein anderes Intro dafür und werden wir dann mal sehen, wie es dann aussehen wird. Also seid einfach mal gespannt. Hier geht es jetzt im Livestream gleich mit was anderem weiter, was weiß ich. Wenn ihr im Livestream nicht guckt, ist das Video gleich zu Ende. Und sonst wünsche ich noch einen schönen Tag. Bis morgen dann zur nächsten Extra-Ausgabe oder auf YouTube später mit der DerchoTV Live oder im Livestream später mit der DerchoTV Live. Immer so viel zu sagen. Ja. Bis dann.